Hallo Manfred. Achso, Keks? Hab ich. Ah, doch, Gott sei Dank. Aber ich kann dir ja keinen Keks mehr geben, dann steht immer bei mir Power 1. Bei mir nicht. Oh, oh, warte. Gute Nacht, du Störfried. Gute Nacht, Lea. Ah, ich zieh mir mal Schuhe an, das stinkt. Oh, ja, das mache ich dann auch. Warte mal, Lack. Eine Hose soll ich auch anziehen? Oh, wie langweilig. Ja, wenn sich einer fragt, wo wir sind, das ist geheim. Wie kommen wir denn überhaupt hier raus? Ach, hier. Geht's eigentlich hier unten lang? Ja, das muss so ein Ding sein zum, wenn man's, wenn man reinkommt. Wenn man nicht so fett wäre wie ich. Oh. Ich sehe nix. Das ist ein Sparwitz. Ja, das ist das geheime Geheimnis von Herrn Kedos hier. Das ist sein... Oh, immer diese Mülleimer. Stützpunkt, den er nie weitergebaut hat. Viele Grüße an Herrn Kedos, der wieder Dota spielt und mit mir nicht aufnimmt. Aber da habe ich Zeit für Manfred. Hallo Huhn. Hallo Huhn, darf ich dich töten? Es hat ja gesagt, darf ich es töten? Nein. Wir dürfen nur geschlagen werden. Hallo Officer Schaf, darf ich die Kuh töten? Er hat genickt, darf ich die Kuh töten? Wenn er das sagt, schon. Ach, weil das die Kuh hat ein Oldman-Gesicht, deswegen darf sie getötet werden. Gib zu. Bei mir hat sie kein Oldman-Gesicht. Ernsthaft? Bei mir ja. Bei mir guckt die ganz normal. Aber dafür blinkt sie nicht. Ich mag mein Oldman-Gesicht. Auf der Kuh natürlich. War hier ein Ei? Habe ich das aufgenommen? Nein, das war der Keks. Ja, wir wollen wieder ein bisschen abzappeln. Bei Minecraft. Und das Rathaus steht. Und das Rathaus steht. Ja, siehst du. Warte mal, ich zieh mal mein Jetpack an. Laufen. Und dann fliege ich mal vorsichtig eine Runde rum. So gut es geht. Ja, der Manfred war fleißig, wie man sieht. Und hat das Rathaus fertig gebaut, ganz heimlich. Während der alte Mann keine Zeit zum Spielen hatte. Oder keine Lust, weil er zu müde war. Aber das ist wirklich schön geworden. Man kann es ja anfangen und offline beenden. Spart Zeit. Ja. Ich sehe schon, hier müssen wieder Barrieren. Was ist denn Barrieren mit dieser Kuh los? Ach so. Ich ja, wollte eigentlich was essen. Kuh hat ein paar Probleme. Kuh, möchtest du ein Ei? Oh, da kommt sie hoch. Ja, ich habe aber jetzt kein Ei mehr. Ja, genau. Wir zeigen mal weiter. Die Kuh ist nicht so wichtig. Oh, ich habe jetzt schon gedacht, jetzt geht die Lore weg. Habe ich wieder... Kommt das, weil wir zu zweit hier drin sind? Nein, du musst die Loren anklicken. Ach ja, ich bin ein Idiot. So, und mit Shift kommt man denn hier raus, wenn man das kann, so wie ich. Kann das nicht. Und das ist die obere Etage. Jetzt fehlt natürlich noch der Innenausbau, ne? Ein wenig, aber erstmal ist die Grundfläche fertig und das ist schön, das gefällt mir. Kommt erstmal so schön hell. Bei Sekretären. Du brauchst hier am Tag gar keine Beleuchtung drin, ne? In der Nacht auch nicht. Durch die vielen Fenster ist das hier richtig hell, ne? Kann ja mal gucken. Oh, nicht dunkel machen, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Dann brauchen wir hier drin auch kein Licht. Oh, indirekte Beleuchtung von draußen. Oh, und Vollmond. Ich werde jetzt zum Werwolf. Ohne es zu beabsichtigen. Ich werde jetzt zum Werwolf. Es ist jetzt für immer Nacht. Ich werde jetzt zum Werwolf. Mach die Sonne weg! Ich verbrenne! Ah nee, das waren ja die Vampire. Und da braucht man gar nichts machen, das geht von ganz allein. Hier hat Manfred schon den Wartebereich fertig konzipiert. Wo ist die Kuh? Manfred. Die ist da hinten. Wirklich? Ja. Die Kuh bleibt. Wenn sie da immer mal wieder raus. Das ist die Wachkuh. Sicherheitsdienst müsste da noch hin. Die steckt jetzt bei mir in der Säule mit der Rübe. Ja, bei dir auch. Kann ich sie da rauslocken? Ja. Ja, dann lass... ja, so ist aber auch gut. So ist eigentlich sogar noch besser. Solange sie hier drin bleibt, bleibt sie hier drin. Und wenn sie rauskommt, kommt sie halt raus. Ne? Die Türen gehen ja nicht von alleine auf, ne?
braucht aber noch einen Namen. Die Kuh. Ja, hast du einen Namen-Tag dabei? Nee, ne? Nein, aber wenn du mir einen Namen sagst, gebe ich ihr den. Bertram. Oh, das weiß ich doch nicht, wie man das schreibt. Na, Bert und dann Ram hinter. Also Bert mit T, ne? Also wie Rammstein. Ja, genau, bloß mit ein M, ne? Ich heiz den Bertram. Ich würde gerne ein bisschen Holz fällen, darf ich? Brauchen wir? Besonders Eichenholz könnten wir wieder gebrauchen. Ich würde die ganze Baumfarm klein machen. Das kannst du auch. Ich habe da richtig Lust zu heute. Ich muss heute monotone Arbeiten machen. Ich habe heute den ganzen Tag vor Servern gesessen und Sicherungen konzipiert und ich muss jetzt was anderes tun. Das geht nicht mehr. So, dann mache ich das jetzt auch. Ich klappe ich alle Baumfarmen ab. Wozu haben wir das auch alles gebaut? Muss auch mal sein. Und dann kann man ja auch nebenbei ein bisschen schlappern. Also, der Manfred will... kann ich das sagen mit dem Dings, was du da bauen willst, möchtest, anfangen? Na klar. Also der Manfred will noch unser Vergnügungsurlaubsgebiet ein wenig verbessern und das westländischer machen. Da soll ein Casino hin. Und ich will was für die Jugend tun und baue unser altes Haus zur Jugendherberge um. Das heißt, oben kommt ein großer Schlafsaal. Da bleibt nur ein Zimmer für den Betreuer. Und unten kommt eine große Küche. Dass sie denn da ja, essen können und sich Essen machen können. Was man denn halt so macht in der Jugendherberge. Weiß nicht, du warst damals ja nicht mit. Du kennst das noch gar nicht so, ne? Aber du warst doch vor der Schule bestimmt auch mal in der Jugendherberge, ne? Du? Ich kenne die von der Margret. Wenn ihr mit ihr unterwegs wart, von der Villa aus. Ja, wir haben ja früher Fahrradtouren auch von der Villa aus gemacht und dann haben wir eigentlich ziemlich oft in Jugendherbergen genächtigt, weil das einfach bezahlbar war. Stimmt, ja. Denn einmal in Schwerin war eine Jugendherberge, ich weiß es noch. Ja, ach, wir waren überall, in Plau am See und in Bad sogar, bei Stralsund, hier Diewitz heißt, wie hieß das so? Ich weiß das gar nicht mehr, das ist schon so lange her. In Ückerrandokreis in der Jugendherberge. In den alten Ländern. Und zum Schluss sind wir ja dann immer ins Ausland gefahren. Da waren wir dann in Dänemark ein Jahr. Das war auch sehr schön. Da waren wir dann aber nicht im Jugendherberge. Das war richtig so ein Feriendings für Kinder. Wie so eine Art Ferienlager. Das ist da auch alles nicht so teuer. Und dann waren wir ja nur noch in Schweden. Und in Schweden haben wir auf Zeltplätzen gecampt. Da hatten wir dann Zelte mit. Oder wir waren eine Woche mit dem Rad unterwegs. Die ganze Sache hat 2 Wochen gedauert immer. Ne? Wir waren eine Woche mit dem Rad unterwegs und dann waren wir eine Woche, wo wir fest untergebracht waren. Ja, das war schön. Macht Spaß. In Schweden kann man auch gut Fahrrad fahren. Also wir waren aber nur in Südschweden. Ne? Das ist alles, was an der Ostsee liegt. Das Wetter ist hier so wie bei uns. Ich muss bloß gucken, ob überall Zepplinge drauf sind. Da liegt noch einer... Aber das sieht gut aus. So, das hat funktioniert. Dann gehe ich zur nächsten Farm. Wir hatten zum Beispiel ein paar Sachen hatten wir, da sind wir immer hingefahren. Das war ein ganz spezieller Zeltplatz. Der war billig. Da hat ein Zelt, egal wie viele Personen, aber ein Zeltplatz inklusive Dusche und allem, ne, hat umgerechnet 25 D-Mark gekostet. Also das wären jetzt 12 Euro oder so, 12, 13 Euro. Netter Preis. Ja, das ist, und Duschen waren mit drin. Ich hab ein Jetpack mehr. Ja. Das war toll. Und, hey, ich habe einen nervösen Apfel. So, ich habe ihn befreit. Die Birken schmeißen ja richtig Birkenäpfel. So, das Schöne an diesem Zeltplatz war nicht nur, dass er sehr günstig war, der war war klein, da war immer Platz. Und wir haben dann unten an so einem Bach genächtigt und dann hast du da geschlafen und das Wasser rauschte. Oh, war das schön. Das war Urlaub machen. Und dann hatten wir einmal, da gibt es so einen Tierpark, Knutenbohrpark heißt das Ding. Oder Knutenbohr, nicht Park, bestimmt nicht. Ich weiß das nicht, wie das mehr auf Schwedisch heißt. Und da waren wir dann immer 2 Tage. Einen Tag sind wir da angekommen und die hatten dann da, ja, wie so ein bisschen Bunker, das war so in die Erde gebaut. Aber alles künstlich, aber war schön. Das waren die Zimmer, da konnte man dann drin schlafen, eine große Küche.
und in der Mitte eine große Grillfläche. Da haben wir dann, wie gesagt, gegessen und genächtigt. Und am nächsten Tag waren wir dann im Park. Und dann haben wir nochmal da genächtigt und dann sind wir wieder weitergefahren. Das waren so unsere Konstanten. Und dann sind wir in so ein Wandergebiet gefahren. Das nannte man Strülf umradet. Keine Ahnung, irgendwie war von Seen umgeben und so, ne? Und da hatten wir ein Ferienhaus. Das war auch nicht teuer. Das ganze Ferienhaus hat für eine Woche 500 Mark gekostet. Umgerechnet. Oder 600, ich weiß nicht mehr so genau. Da konnten 15 Personen drin schlafen in dem Haus, verteilt in mehreren Zimmern. Große Küche wieder. Wir haben uns ja mal selbst verpflegt. Frühstück gab es draußen. Da hatten sie so einen großen Tisch aus Holzstämmen und gebaut und mit Sitzflächen aus Holzstämmen und Sitzbänken aus Holzstämmen. Da haben wir dann morgens immer gesessen und dann immer von um 9:30 bis um 11 gefrühstückt. Also wir sind ja nicht morgens in aller Herrgottsfrühe aufgestanden. Schließlich haben wir ja Urlaub gemacht, ne? Und dann konnte man da baden. Und dann war da ein Museum in der Nähe, wo wir immer hingefahren sind. Das war das Johanna-Museum. Da gab es alles. Da gab es alte Autos, alte Fahrräder, eine alte Schule konnte man sich angucken. Da sind wir mal mit den Fahrrädern hingefahren. Dann gab es noch einen Vergnügungspark in der Nähe. Da sind wir auch immer hingefahren. Da war Wasserrutsche und so ein Quark und Rudern. Da weiß ich noch, da bin ich mit meinem Freund Wallo damals im Boot gerudert. Oh, das ist schief gelaufen hier, der baut nicht ab. Und ja, dann wollte er aussteigen aus dem Boot. Und er war ja schon als Jugendlicher sehr groß. So 1,90. Und ja, das Aussteigen klappte nicht so gut. Und er wurde immer länger und länger. Und dann stand er im Wasser. Und ich wollte ihm helfen, aber ich konnte nicht. Ich habe daneben gestanden, ich habe mich bepullert vor Lachen. Das sah so witzig aus. Er hat aber auch gegrinst. Er hat sich jetzt nicht geärgert. Er meinte nur, du stehst da und lachst. So, und dann war er total durchnässt, ne? Ist ja logisch. Dann haben wir seine Klamotten getauscht. Mit dem, was man so mit hatte. Wurde dann zusammengelegt. Und seine Schuhe haben wir dann im Klo an so einen Handtrockner hier getrocknet. Da habe ich dann seine Schuhe drunter gehalten. Das ging aber nicht lange. Dann löste da das Thermostat aus. Nachher gingen die Beine erstmal nicht mehr. Konnte keiner mehr sich die Hände trocknen. Ja, das war witzig. Hier hat er keinen Zeppling gesetzt. Ich muss mal was essen. Bei den Akazien haut das immer nicht so richtig hin, ne? Nee, die Eiche nicht, Akazie. Birke, Akazie. So. Ah, ich hab Stein vergessen. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine tolle Geschichte mit den Fahrradtouren. Villa-Tour haben wir das dann immer genannt. Aber alles ist irgendwann mal zu Ende, ne? Das lag da, bei uns lag es dann nachher dran. Da haben viele Eltern hier nicht mehr so richtig Arbeit gefunden. Und das kostet ja nun doch mal ein bisschen Geld. Und das war dann nicht da. Und dann bekamen wir einfach nicht genug Teilnehmer zusammen. Beim ersten Mal, da waren wir mit 4 Betreuern unterwegs. Da waren wir, glaube ich, 30 Leute. Beim letzten Mal waren wir 12. Also 10 Kinder und der Rest waren, die anderen beiden waren dann die Betreuer. Einer fuhr mit einem Rad mit und einer fuhr den Transporter, wo wir die ganzen Sachen drin hatten. Ja, das kenne ich. Ist dann halt so. War zwar nicht schön, ich hätte gern 10 voll gemacht, aber wäre auch dann nachher nicht mehr gegangen. Ich habe dann auch nicht mehr so viel Urlaub gekriegt am Stück. Ich brauchte ja dann immer 3 Wochen, das ging dann nicht mehr. Irgendwann und dann, naja. Wow, hier passt prima. So ein Scheiß rein. Mist. Ja. Aber wie gesagt, hat Spaß gemacht. Irgendwie würde ich das auch gerne mal wieder tun, aber ja, das wird wohl bei dem irgendwann mal gerne tun bleiben, logischerweise. So, jetzt habe ich hier auch alles. Wo ist denn das Tor hier? So, hier wachsen schon wieder die ersten Bäume. Hier geht's weiter. Was haben wir denn hier? Wir haben immer den Zaun passend zum
Gebäuden. Ich werde mal ein bisschen was auslagern in den, das Holz hier, in den Sack. Und was essen. Und was trinken. So. Ah, das tut gut. Halt. Ja, und da muss ich mich nachher mal um eine Axt kümmern. Aber der Manfred hat ja eine Farmwelt konstruiert, die haben wir ja noch nicht gezeigt, ne? Mhm. Und da sagt er, da gibt's viele Diamanten. Das finde ich natürlich schick. Obwohl wir eigentlich gar nicht damit groß rumasen, ne? Wenn denn nur für Werkzeug, ne? Deswegen. Wir haben zwar eine Diamantrüstung, die tragen wir nie. Die hängt auf dem Ständer. Die geht ja dann nur unnötig kaputt. Genau. Und in der Regel reicht ja die Metallrüstung, ne? Das sowieso. Deswegen. Ja, wir haben gestern ein bisschen geplant. Ich will jetzt nicht so viel plaudern, aber wir haben noch... Vielleicht schaffen wir ja auch mal eine vierstellige Folgenanzahl. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das sogar. Mhm. Achso, ich habe mich wegen Microsoft das Minecraft nochmal informiert. Ja. Wenn man die Version von Mojang hat, also die Java-Version, dann kriegt man die Originale von Microsoft geschenkt. Ach so, dann braucht man sich also nur anmelden mit seinem Account. Nee, man muss sich bei Mojang anmelden, dann kriegst du für deinen Account einen Schlüssel. Geil! Den löst du halt im Store ein und dann hast du Minecraft für Windows 10. Okay. Auch mal was man experimentieren könnte, ne? Dann hab ich mich gefragt, wenn manche Leute sind dann wieder so doof, die kaufen sich dann Windows 10, die Version, und sagen dann, ja, warum kann ich denn die Java-Version nicht spielen? Hä? Ja, es gibt solche Leute. Ja, naja, klar. Ich weiß. Gibt viele Leute. Da muss man ja doppelt zahlen. Es gibt auch Leute, die öffnen E-Mails, wo sie genau wissen, dass das nicht sauber sein kann, nur weil sie neugierig sind. Kommt ich denn? Sagen, ärgern sich aber danach ja selber, dass sie so blöd waren. Schlimm finde ich das, wenn dann irgendwelche Mahnungen, Rechnungen oder irgendwas kommen. Da gibt es dann doch das eine oder andere, was denn wen verwirrt. Ist hier ein Setzling drauf? Ja. Und dann ist es passiert, in der Regel. Auch wenn sie das blöd klingt, aber eine Virensoftware ist immer das ein Programm, wo ich immer sage, kaufen. Das ist nun wirklich, die sind meistens nicht sehr teuer. Und ja, in vielen Fällen hilft es denn doch mal. Wenn man einmal einen schön verseuchten Rechner hat. Man kann ja auch zur Rechenschaft gezogen werden, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel jemand anderen schädigt, weil man einen verseuchten Rechner hat, keinen Virenschutz hat und E-Mails verschickt oder Sachen macht mit seinem Rechner, aus Versehen oder unbewusst, die denn bei anderen Schäden anrichten. So, genug. Ich träume schon davon. Ich träume abends davon von Sicherungen und wieder Datenwiederherstellung und... Auch nicht jeder. Ja, danke. So, hier war ich schon überall. Jetzt ist nur noch hinten die Farm, die Baumfarm, die letzte hier. Ja, Manfred, und wie sollen die Leute da reinkommen? Ja. Oh, jetzt habe ich den Zeppling abgehackt. Ich bin doof. Ich weiß. Danke. Oh, hier kommt aber reichlich Holz zusammen. Hoffentlich hält meine Axt durch. Was ist, wenn man das in der Mitte tut? Ja, schon. Bescheuert aus. Halt zwei Öffnungen. Erstmal was kauen.
brauche heute so viel zum Essen.